Hallo, ich bin die Pebbles. Ich habe jahrelang Hunde betreut, Hundepension gemacht, habe alle Rassen, alle Mischlinge bei mir gehabt. Ich möchte heute mal ein bisschen was sprechen über die Rassen und auch über die Mischungen. Es gibt tolle Mischungen und es gibt Mischungen, die schwierig sind, die einfach schwierig sind, weil eventuell die Rassen, die drin sind, nicht harmonieren. Ich kann jetzt nicht, oder ich kann schon einen unabhängigen Hund wie den Terrier, der sein Eigenleben führt, der nicht so kaputt zu kriegen ist, weil er keine Führung braucht von uns Menschen, das ist der Terrier, unabhängiger Hund, mit dem Pudel kreuzen. Und der Pudel ist ein Hund, der möchte gerne Ansage, der möchte gern, der schaut mich an, der ist defensiv, den muss ich beschützen, der ist mir zugewandt, der möchte es mir recht machen. Das ist also ziemlich das Gegenteil zum Terrier oder zum Dackel oder überhaupt zu so eigenständigen Charakteren. Wenn ich die beiden jetzt in eine Rasse kreuze, dann habe ich einen Hund, der mir immer das Gesicht zeigt, was oft dann eben nicht passt. Packe ich den hart an, sagt er, oh, ich bin aber auch ein Pudel, sei sanft mit mir. Und packe ich ihn sanft an, dann sagt er, ja, ich bin aber auch ein Terrier. Bei mir brauchst du einen langen Atem. Das ist schwierig. Das ist ein Hund, der ist echt schwierig zu haben, weil man sich auf beide Rassen einstellen muss und die sind sehr, die gehen sehr auseinander. Es gibt auch tolle Mischungen. Ich finde jetzt Golden Doodle gar nicht blöd oder Labradoodle, das sind so für Behinderte gezüchtet. Pudel hat ja das Anti-Allergiker-Fell, also ein Allergiker wird auf den Pudel nicht reagieren. Deswegen sind die gut im Seniorenheim oder für Kinder oder was auch immer als Therapiehunde. Und dann den Retriever dazu, der mir alles holt und bringt. Wenn jetzt jemand wirklich im Rollstuhl sitzt und ist darauf angewiesen, auf diese Dienste von einem Hund, auf diese Retriever, Hol- und Bringdienste. Und dann der Pudel dazu, dass er nicht allergisch reagiert. Der Pudel ist sowieso dem Menschen zugewandt, das passt gut. Das ist der Golden Doodle ist eine Erfindung, wo ich sage, in seinem Bereich als Therapiehund perfekt. Warum sind oft die Mischlinge gesünder? Weil bei so willkürlichen Mischungen oft die Hündin entscheidet, welche Gene zu ihren passen, welchen Herrn sie gerne haben möchte und welche Gene zu ihren passen. Das wissen die ganz genau. Bei den Züchtern ist das oft nicht der Fall. Da entscheidet der Züchter, welcher Rüde, welche Hündin, von wem die Hündin gedeckt wird. Ich halte das nicht für so eine gute Idee, dass wir Menschen da so weit eingreifen. Wenn die Hündin sagt, nein, das ist nicht mein Kandidat, dann sollten wir das respektieren, weil dann kommt nichts Gesundes dabei raus. Und deswegen, glaube ich, sagt man, sind die Mischlinge gesünder, weil da die Hunde selber entscheiden mit ihrem Instinkt, wer mit wem. Und da kommen gesündere Welten dabei raus. Es gibt wahnsinnig viele Rassen. Ich glaube, es gibt heute schon 400 Rassen. Ich fand am plausibelsten die Hundebücher, wo die Hunde nach Gruppen sortiert sind. Zum Beispiel von Kosmos gibt es die beliebtesten 200 Hunderassen, da sind sie nach Gruppen einsortiert. Da gibt es zum Beispiel den Begleithund, der ist meistens bis 40 cm. Das ist ein Hund, der ist eher da, um mich zu begleiten in meinem Alltag. Den kriegt jeder gebacken. Also der ist nicht so schwer auszulasten meistens auch. Über 40 cm, das sind dann meistens schon Hunde mit einem Arbeitslinie, also mit dem Arbeitstiere. Die sind für eine Arbeit gezüchtet. Der Retriever, den hatten wir schon, Hol und Ring, dann sämtliche Jagdhunde, unter Führereinfluss, ohne Führereinfluss, vor dem Schuss, nach dem Schuss, Vorstehhund. Es gibt wahnsinnig viele Jagdhundrassen. Die wollen wirklich gut ausgelastet sein und ich würde nochmal dazu sagen, es gibt einen Trieb und es gibt eine Passion. Wenn ich jetzt einen Setter habe, der wirklich eine Jagdpassion hat, dann sollte ich mir eventuell überlegen, ob ich ihn wirklich abgebe an einen Jäger, der diese Passion mit dem Hund teilt. Wenn das ein bisschen ein Trieb ist und ich ihn nicht so gut auslaste, dann kann es sein, dass es ein Balljunkie wird. Man sieht zum Beispiel oft die Schäferhunde, die dann Balljunkies sind, Vorsicht auf die Hüfte aufpassen. Kein Stückchen werfen ist nicht so gesund, das abrupte Abbremsen ist nicht gut. Und auch das ewige Fußgehen an der kurzen Leine, wo der Hund sich
mit seinem Gang an meinen anpasst, ist nicht geschickt für einen Schäferhund. Lieber ein bisschen lassen, dass er sein eigenes Tempo gehen kann. Ich habe selber einen Hüftschaden, Stadtbummel ist für mich das Übelste. Stehen bleiben, langsam gehen, stehen bleiben. Das ist etwas, was Hüfte belastet und wo man Schmerzen bekommt. Ich glaube, dass das auch bei den Schäferhunden Knackpunkt ist. Das an der kurzen Leine gehen, sieht man oft, finde ich nicht so, ist vielleicht nicht so abwirkend. Ist nicht so geschickt für die Gelenke. Schäferhund ist ein absoluter Kadavergehorsam, wenn ich dem sage, spring aus dem Fenster, der macht es. Der hat aber auch so ein Vertrauen in den Menschen, was man ihm nicht nehmen sollte. Was ich schade finde, die werden oft so, gehen oft so in die dominante Richtung und wenn die nicht gut ausgelastet sind, werden die auch mal asozial. Deswegen haben die auch einen schlechten Ruf. Wenn man so einen Hund richtig auslasten würde, ist ein sehr intelligentes Tier, der will beschäftigt sein, ja, der will nicht nur rennen, sondern der will auch denken. Dann ist es kein schlechter Hund. Grundsätzlich ist sowieso kein Hund schlecht. Auch die Kampfhundrassen sind nicht schlecht. Man muss nur wissen, ein Kampfhund hat ein reduziertes Sozialverhalten. Das heißt, der fletscht nicht die Zähne und der knurrt auch vielleicht nicht, sondern der greift direkt an. Das ist eine Tendenz, die bei den Kampfhunden, dahin haben wir die gezüchtet zum Kampf, gegeben ist. Also auch schon beim Boxer, bei der Dogge fängt das an. Die muss sich zu nehmen wissen. Die haben eine gewisse Dominanz und einen gewissen Kampfgeist. Und wenn ich die im Rudel betreue, muss ich gucken. Nicht, dass der Kampfgeist geweckt wird. Das ist ein bisschen so wie der Jagdtrieb. Also der sollte nicht in den Genuss seines Kampfes kommen, weil vielleicht macht ihm das Spaß, habe ich so erlebt. Ist jetzt nicht bei jedem Züchter, kann man vielleicht auch ein bisschen die Züchter nachfragen, wenn schon sämtliche gut als Familienhund gezüchtet und auch Sozialverhalten. Also ich möchte nicht alle unter einen Kamm scheren, nur ein bisschen Obacht geben, drauf gefasst sein. Ein Kampfhund ist ein bisschen reduziertes Sozialverhalten. Der warnt nicht lange vor, der fackelt nicht lange. Und da habe ich als Besitzer eventuell nicht so lange Zeit. Da muss ich schnell sein. Also in meiner Hundepension hatte ich ein paar so Kandidaten. Was gibt's noch? was ich ein bisschen schwierig finde, was sehr unabhängig ist, ist ein Herdenschutzhund, ein sogenannter Hirtenhund. Viele verwechseln Hirtenhund und Hütehund. Hütehund ist der Border Collie, sind eigentlich auch die Schäferhunde, sind eigentlich auch Schäferhunde, Hütehunde. Der Herdenschutzhund ist kein Hütehund, das ist ein großer, starker Hund, der nur für den Schutz der Herde, also auch für den Schutz des Rudels, wenn der mehrere Hunde um sich hat, dafür ist der gezüchtet, dafür ist der da. Großer, starker Hund, der sich mit dem Bären anlegt oder mit dem Wolf, wenn der kommt und angreift. Der ist nicht auf den Menschen fixiert. Der Hütehund, also der Border Collie oder Australian Shepherd, der fragt nicht, der fragt, welchen Job habe ich jetzt? Dann führt er den aus und dann denkt er auch selber. Also ein blitzgescheiter, blitzschneller Hund. So eher mittelgroß, mittelgroß, klein. Die sind ganz schnell und wendig und die schauen mich an, die machen Teamwork mit mir. Der Hirtenhund, der ist eher groß und behäbig, der imponiert durch seine Größe. Kangal, der anatolische Hirtenhund. Der lebt total unabhängig vom Menschen. Der lebt mit seiner Herde und ist zum Schutz der Herde. Der sieht und hört nichts vom Menschen. Wenn ich mir jetzt hier einen Herdenschutzhund herhole, der fragt mich nicht, soll ich jetzt schützen, sondern der macht es einfach. Der trifft seine eigenen Entscheidungen. Und da muss ich wissen, okay, ich gehe jetzt hier mit mehreren Hunden spazieren, da vorne kommt ein Schäferhund, der knurrt schon, jetzt muss ich aber meinen Herdenschutzhund zurücknehmen, sonst schützt der. Und das ist nicht immer lustig. Also den muss ich wirklich, da muss ich wissen, wen ich vor mir habe. Und der ist sehr unabhängig von mir. Der trifft seine eigenen Entscheidungen. Schutzhund hat immer eine gewisse Schärfe. Manche sind Mannschaft, die gehen an den Arm, Schäferhund. Auch manche Weimaraner, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man zum Züchter geht vom Weimaraner, ob der die Mannschärfe noch drin hat, also ob man den, der wirklich seine Beißhemmung leicht überwindet. Oder ob der in eine andere Richtung gezüchtet wird, brauche ich jetzt nicht. Also ein Hund, der eine Schärfe hat. Auch der Dobermann, der hat eine gewisse Schärfe, ein sehr unabhängiger Hund. Pinscher, Dobermann, Terrier, das ist so eine Linie, die sind sehr unabhängig. Also Hunde, wo man wirklich wissen muss, wie man mit denen umgeht, da muss man ein bisschen clever sein und vielleicht ein bisschen Hunde Sozialverhalten, eine Ahnung haben, ein bisschen tricky ihn dahin kriegen, wo man ihn haben will, weil der Kadavergehorsam ist da nicht gegeben.
Das sind so die Kandidaten, da würde ich zweimal überlegen. Wenn ich jetzt ins Tierheim gehe und ich hole mir irgendeinen Mischling. Ich bin ja eh so ein Sicherheitsfanatiker, ich würde erstmal wissen, welche Mischungen sind da drin, was habe ich zu erwarten. Weil ich so jemand bin, wenn ich jetzt einen passionierten Hütehund habe, dann überlege ich, ob ich, was weiß ich, Auswander und Schafe hüte, weil der Hund das Leben braucht. Also ich bin so ein Mensch, ich stelle mich sehr auf die Bedürfnisse meines Hundes ein und ich würde jetzt keinen Balljunkie haben wollen, sondern ich würde gerne dem Hund das Leben bieten, für das er gemeint ist, wie er gemeint ist, wie er gezüchtet ist. Und bei einem Mischling weiß ich nicht, in welche Richtung, welche Rasse durchschlägt, wie der sich entwickelt, was der braucht. Und ich würde mein Leben danach ausrichten. Deswegen mache ich das andersrum und sage, nee, welche Rasse passt zu mir? Welchen Hund kann ich glücklich machen mit dem Leben, das ich lebe? Welchen Hund kann ich in mein Leben integrieren? Wenn es ist, man kann sich gerne an mich wenden. Ich mache auch Beratung bei Erstanschaffung, Rassenberatung. Wirklich auch, welche Fragen ich dem Züchter stellen kann, worauf ich achten kann, berate ich gerne. Herzlich willkommen, eure Pebbles.